KC-Treffen 2018 in Garitz. Notizen aus kollektiver Sicht. Dumme Sache. Jetzt sitze ich nach einem interessanten und nerdigen Wochenende wie jedes Jahr vor dem Rechner, möchte einen kleinen Beitrag zum KC-Treffen in Garitz für den Blog verfassen und stelle fest, zu wenig Bilder gemacht, Kamera extra mitgehabt, aber nichts gefilmt, keine substanziellen Infos eingeholt. Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Kreuz. Und dennoch, oder gerade deshalb, war es ein wirklich schönes Wochenende. Die Teilnehmerzahl scheint allgemein wieder etwas abgenommen zu haben, obgleich das auf dem Gruppenbild nicht sichtbar wird, da dort so einige Tagesgäste hinzugekommen sind, welche nur am Samstag das Treffen besucht hatten. Und auch das Hive-Kollektiv hatte Verluste zu verbuchen, da leider Zille kurzfristig absagte. Schade, schade, schade. Dafür war Uheld das erste Mal mit zum Treffen und da er ja auch recht aktiv am Hive ist und in der Vergangenheit schon einigen Code beigesteuert hatte, man denke nur an die Fensterroutinen für Bellatrix, entspannten sich einige sehr interessante Gespräche. Fehlt eigentlich nur noch ein gewisser Scheuerschneemensch aus dem Harz in unserer Riege. Als Konsequenz werde ich wohl in den nächsten Tagen neben der offiziellen Trios-Version R57 im Forum immer meine aktuelle Arbeitsversion bereitstellen, quasi als Entwickler-Snapshot und auch in relevanten Zeitabständen pflegen. Ebenso werde ich wohl auch den aktuellen Stand von dem Force-Like-System Mental für Interessierte im Forum zugänglich machen. Denn Mental ist ja schon recht fertig und macht Spaß, wie ich so einigen auf dem Treffen vorführen konnte. Im Kern ist es in einigen Stellen wie dem Multi-File-Support und dem Parser für Pfade, für Dateipfade schon weiter als Trios. Es hat einen brauchbaren Quelltext-Editor, einen Interpreter, einen Compiler und macht Krach, denn Mental kann schon Sitzhound. Ansonsten hatte ich selbst eine ganze Menge Technik am Start. Mein normaler Hive mit CPM-Booter im Techo Tower, den mobilen M-Hive, Techo, den Robby, das Magic Eye und meine neue FPGA-Experimentierplattform. Letztere hatte ich kurz vor dem Treffen erst aufgebaut, da gab es also dementsprechend noch keine allzu spannenden Sachen zu sehen. Basis des Experimentierboards ist ein TerraSig DE0 Nanoboard mit einem Altera Cyclone 4 Chip und ein wenig Peripherie. Das Ding gibt es zwischen 70 und 100 Euro und der verwendete FPGA ist, wenn es hart auf hart kommt, in seiner 144-Pin-Gehäuseversion noch mit Handlötung gut zu bewältigen. Ansonsten habe ich als Steuerinterface mein Demo-Board von Parallax mit einem kleinen Video-Monitor-Set plus Mini-Tastatur beigestellt. Dieser soll per SPI mit den FPGA-Gedärmen kommunizieren, um sich langsam von bekanntem Terrain, also Propeller und Spin, ins dunkle Unbekannte des FPGAs vorzuwagen. Ich stelle mir dabei vor, das mit einem kleinen Kommandozeilen-Monitorprogramm auf dem Propellerchip zu realisieren. Vom FPGA-Board führt ein Flachbandkabel mit einem Teil der verfügbaren GPIOs auf eine Busplatine für kommende bahnbrechende Erweiterungskarten. Und als krönender Abschluss können dann ganz herkömmlich externe Erweiterungsschaltungen für den FPGA auf einem großen Doppelsteckbrett entwickelt werden. Alle Baugruppen sind auf dem Deckel einer Stapelbox von IKEA montiert. So kann man das Experimentiersystem kopfüber ganz normal als Deckel für die Box verwenden. In der Box selbst können dann Teile und Unterlagen ihren Platz finden. So hat man neben einer platzsparenden Projektbox, welche ordentlich verstaut und auch schnell wieder aufgebaut werden kann. Aber es muss natürlich klar sein, wenn das Projekt zu einem funktionierenden Etwas wird, erfolgt natürlich der rituelle Einbau in ein Techo-Gehäuse. Aber zurück zum KC-Treffen in Garitz. Leider gab es auch einen kleinen Verlust bei meiner Technik zu beklagen. Ich hatte vor dem Treffen extra den CPM-Puter-Schmuck gemacht und auch das Terminal-Programm überarbeitet, sodass endlich auch WordStar sinnvoll nutzbar war. Doch
In Garitz angekommen, startete das CPM leider nicht mehr korrekt. Der Zilog Z180-Chip lief, das Microsoft Basic ließ sich auch starten, aber CPM brachte nur die Startmeldung und meldete sich dann überhaupt nicht mehr. Schade, gerade CPM hätte ja thematisch ganz gut zum KC-Treffen gepasst. Ansonsten waren wir, zumindest was die technische Seite betraf, so richtig schön uneffektiv. Und das war auch gut so. Kein Stress, dafür massig Zeit für interessante Gespräche. Einzig das Jungvolk, also Zeus zum Beispiel, war fleißig am Schrauben und Programmieren. Und wie immer natürlich Pick, welcher wieder im Turbo-Modus auf 1000 Baustellen unterwegs war. Was es sonst noch so zu sehen gab. Wir fanden ganz versteckt einen russischen Nuklearkoffer mit Codeingabe und Direktleitung zum Kreml und ins Weiße Haus, welchen wir natürlich auch gleich getestet haben. Akustisch hat nun auch die KC-Gemeinde ein wenig aufgeholt. Da es seit kurzem ein gutes Soundmodul für den Kleinkomputer aus dem Arbeiter- und Bauernstaat gibt, dudelten die Geräte überall fröhlich vor sich hin. Nun ja, da war es dann ganz gut, dass ich auch in diesem Jahr wieder eine potente Box anheiferte. Dieses Soundmodul M066 basierte auf dem bekannten Soundchip AY3-8910 von General Instruments, wie er in vielen alten Homecomputern damals Verwendung fand. Eingesetzt wird dieser Chip auch schon zu DDR-Zeiten im KC Kompakt, im legendären ZX Spectrum von Sinclair, in zum Beispiel auch in der Vectrex Spielkonsole und auch unter anderem im Atari ST. Einer meiner Lieblingscomputer. In diesem Gerät war er übrigens in Form des kompatiblen YM2149 von Yamaha verbaut. Insgesamt also eine sehr gute und schon lange überfällige Erweiterung für den KC85, wie ich finde. Gerade in ihrer schonungslosen Modularität spielen die DDR-Kleincomputer genau an dieser Stelle ihre Stärke voll aus. Wenn man mal betrachtet, wie abenteuerlich manche Erweiterungen zum Beispiel am ZX Spectrum sind. Nun ja, neben den technischen Dingen gab es aber noch andere Sachen aus Garitz zu berichten. Denn auch die Medien haben sich für das Treffen interessiert. Der Sender MDF1 hat einen guten Sendebeitrag für das KC-Treffen gestaltet. Sicherlich kann man in einem solchen Sendeformat keine tiefgreifenden technischen Details erwarten, wie das einige Unzufriedene kritisiert haben. Vielmehr ist es ein Beitrag für Normalsterbliche, welche damit einen kurzen und knackigen Überblick über die Szene bekommen sollen. Und genau diesem Anspruch wird der Beitrag sehr gut gerecht, wie ich finde. Begleitende Projekte in der Tradition aus deutscher Bastelkultur, BCS3, AC1, Jugendtechnik und so weiter, wie der Hive, werden dabei aber leider nicht direkt erwähnt. Aber das Zentrum des KC-Treffens sind nun mal die DDR-Kleincomputer. Das ist also in meinen Augen völlig in Ordnung und sicher auch der zeitlichen Begrenzung der Sendung geschuldet. Bastelprojekte wurden aber dennoch allgemein und auch positiv im Interview mit Frank Draxelt angesprochen. Mehr hätte den Rahmen dieser Sendung einfach gesprengt. Und noch eine letzte Notiz aus Garitz. Es gab natürlich auch, wie jedes Jahr, einige interessante Vorträge. Hervorzuheben in diesem Jahr ein zweistündiger Vortrag über die historische Entwicklung von Tisch- und Taschenrechner-Displays. Es ging also im Kern wirklich nur um die Displays. Ich glaube, mehr Nerd geht da einfach nicht mehr. Da ist absolut keine Steigerung mehr möglich. Mit diesem Vortrag haben wir quasi das Ende erreicht. Klingt jetzt irgendwie sehr dystopisch. Aber das eigentlich Erschreckende an der Sache war, ich fand den Vortrag wirklich ziemlich cool und interessant.